Hallo in die Runde. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Coffee Lecture und hoffen, Sie haben sich's mit einer Tasse Kaffee oder Tee vor dem Bildschirm bequem gemacht. Ja, dann starte ich gleich. Also es geht heute um freie Lehr- und Lerninhalte, sogenannte Open Educational Resources, auch oft einfach kurz als OER bezeichnet. Also wir haben die Coffee Lecture so aufgebaut. Ich denke, das passt dann auch ganz gut, dass wir ganz kurz erklären, was sich hinter OER verbirgt und welche verschiedenen Materialien und Ressourcen darunter fallen. Dann schauen wir uns beispielhaft zwei Plattformen an, über die Sie Open Educational Resources finden und nutzen können. Das ist einmal die Plattform Class Central und einmal Open Learnware. Und dann gehen wir noch kurz auf rechtliche Hinweise ein, schauen uns sozusagen an, ne, OER sind zwar frei, aber es gibt trotzdem so ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss, gerade eben auch, wenn man die Inhalte bearbeiten oder teilen möchte. Wir zeigen Ihnen dann auch noch, wo Sie weiterführende Informationen finden können und wie Sie mit uns in Kontakt treten. Und zum Schluss gibt es dann die Chance für eine Frage- und Diskussionsrunde. Ja, und dann starte ich auch direkt damit, was sich denn eigentlich hinter OER verbirgt. Und da ist es so, unter Open Educational Resources versteht man Bildungsmaterialien, die von ihren Urheberinnen und Urhebern unter einer freien Lizenz online zur Verfügung gestellt werden. Und das bedeutet, die sind frei nachnutzbar für jeden. Und dahinter steckt der gemeinsame Gedanke der Open-Bewegung. Sie sehen das jetzt ganz schön hier rechts an der Seite unserer Folie. Und diesem Gedanken liegt eben zugrunde, dass alle Bildungsressourcen frei zur Verfügung stehen sollten. Da gibt es den Bereich, na, Sie sehen das jetzt alles, Open Data, Open Access, wo wir auch als Bibliothek oder Open Knowledge viel mit zu tun haben. Ja, um was für Materialien sich jetzt konkret handelt, das kann sehr unterschiedlich sein. Einerseits können das umfangreiche, sehr aufwendig erstellte Kurse sein, also ganze Uniseminare in Form von Video-Inputs, Texten, Aufgaben, alles, was da so anfallen kann. Das können aber auch einfach einzelne Video- oder Audiomitschnitte sein, Grafiken, Handouts, Quizzes oder einfach didaktische Konzepte. Ja, das erstmal so ganz allgemein zur Definition und ich würde dann direkt an Katja übergeben, die jetzt sozusagen die erste Plattform vorstellt. Genau, ich möchte als erstes die Plattform Class Central vorstellen. So sieht die Oberfläche aus. Auf Class Central finden Sie beeindruckende 15.000 sogenannte Massive Open Online Courses oder kurz MOOCs genannt, also so freie Online Kurse. Wie schaffen die das jetzt bei Class Central so viele Kurse anzubieten? Die haben die nicht alle selbst produziert, sondern das sind Kurse von vielen verschiedenen Bildungseinrichtungen aus vielen verschiedenen Ländern in verschiedenen Sprachen. Und die sind alle zusammengetragen und gebündelt über diese Plattform auffindbar. In Class Central kann man zum einen über verschiedene Themengebiete oder Wissenschaftsbereiche browsen, indem man hier auf Courses geht. Da hat man die Subjects, die man angeboten bekommt. Nehmen wir mal an, Sie interessieren sich für das Thema Nachhaltigkeit. Class Central hat seine Oberfläche auf Englisch und auch ein recht großer Teil der Inhalte, also der Kurse, ist in englischer Sprache. Deswegen sollte man auch eher nach englischen Suchbegriffen suchen. Und zum Thema Nachhaltigkeit wird man fündig, wenn man hier auf Social Sciences geht, also auf die Sozialwissenschaften. Da bekommt man als Subject Sustainability angegeben. Wenn man das anklickt, dann gelangt man direkt zu einer Trefferliste von immerhin 280 Kursen, die sich alle mit diesem Themenfeld Nachhaltigkeit beschäftigen. Außer diesem Weg, den ich jetzt eben gegangen bin, mit dem Browsen über die verschiedenen Subjects, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nach Stichwörtern zu suchen, oben rechts. Wenn ich da jetzt Sustainability eingebe, dann wird mir direkt dieses selbe Cluster angezeigt, was ich eben schon aufgerufen habe, Sustainability.
Und ich bekomme aber gleich schon auch ausgewählte Kurse zum Thema angezeigt, die ich auch direkt aufrufen könnte von hier. Ich gehe jetzt aber nochmal auf die Liste, die wir eben schon mal hatten, um da einen genaueren Blick drauf zu werfen. Als erstes kriege ich hier oben nochmal so ein paar verwandte Themen angezeigt, für den Fall, dass ich mit meinem Suchbegriff vielleicht nicht ganz zu dem Ergebnis gekommen bin, was ich wollte, könnte ich hier mich zu was anderem durchklicken. Ansonsten habe ich hier die Liste der angezeigten Kurse und kann die auf verschiedene Weise filtern. Es gibt hier einmal die Möglichkeit, nach Zertifikatskursen zu filtern. Dahinter verbirgt sich, dass manche der Anbieter Zertifikate ausstellen, wenn man einen Kurs erfolgreich absolviert hat. Das ist dann aber häufig kostenpflichtig, während die reine Teilnahme einfach nur um des Lernens willen frei ist, sonst wären es ja auch keine Open Educational Resources. Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit, nach Startdatum zu filtern, zum Beispiel Kurse, die demnächst zeitnah beginnen. Und ich kann nach Sprachen filtern. Die Trefferliste könnte ich nach einem Kriterium, was mir besonders wichtig ist, auch umsortieren. Ansonsten ist sie einfach nach Relevanzkriterien sortiert. Und wenn ich jetzt erstmal so einen Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit bekommen möchte, ist dieser erste gelistete echte Treffer vielleicht schon ein ganz guter. In der Kurztitelansicht kriege ich eigentlich schon wichtige Informationen. Das ist ein Angebot der University of Illinois. Es ist bereitgestellt über die Plattform Coursera. Das ist eine US-amerikanische Plattform, auf der auch sehr viele Massive Open Online Courses verschiedener US-amerikanischer Anbieter vor allem zusammengestellt sind. Wenn ich teilnehmen möchte an diesem Kurs, muss ich 8 bis 10 Stunden pro Woche rechnen, also gar nicht so wenig. Und er dauert ungefähr 8 Wochen. Wenn ich mir jetzt weitere Details angucken möchte, klicke ich diesen Kurs einfach an und erfahre hoffentlich alles, was ich brauche, um entscheiden zu können, ob ich wirklich teilnehmen möchte. Unter Syllabus kriegt man den Lehrplan, den verschiedenen Themen, die nacheinander behandelt werden, und viele der Kurse haben auch so ein kleines Promo-Video oben rechts, wo der oder die Dozentin den Kurs kurz vorstellt. Hier ist vielleicht noch interessant, dass dieser Kurs oder dass für diesen Kurs über Coursera ein kostenfreies Zertifikat im Moment verfügbar ist. Das ist so eine Aktion, die im Zuge von Corona gestartet haben. Wenn ich jetzt daran teilnehmen wollte, würde ich einfach hier auf GoToClass gehen, mich bei Coursera dafür anmelden und könnte dann an dem Kurs teilnehmen. Vielleicht noch ein interessanter Hinweis. Ich habe ja jetzt so ein Thema gewählt, was vielleicht schon so ein bisschen speziell und eigentlich eher interdisziplinär ist. Class Central hat aber auch viele Kurse, die eher einführender Natur sind. Das heißt, wenn Sie zu Ihrem Studienfach oder zum Teilbereich gerne nochmal einfach so einen Einführungskurs hätten oder sich zum Beispiel in den Grundlagen der Mathematik noch nicht so sattelfest fühlen und da ein bisschen nacharbeiten möchten, für solche Grundkurse gibt es recht viele Angebote auch. Bei Mathematik zum Beispiel, wenn ich hier auf Foundations of Mathematics gehe, dann kriege ich angeboten von der Stanford University Introduction to Mathematical Thinking. Und genau, da kann man vielleicht einfach nochmal so ein bisschen die Grundlagen auffrischen, wenn man das möchte und das Bedürfnis hat. Damit bin ich mit meinem Teil zu Class Central fertig und übergebe wieder zurück an Martha. Ja, dann übernehme ich, und direkt anschließend an Class Central als großen internationalen Aggregator möchte ich Ihnen jetzt noch einen kleineren deutschsprachige Plattform zeigen, und zwar ist das Open Lernware von der TU Darmstadt. Und da findet man aktuell 4268 Lernmaterialien. Das ist, wenn man das jetzt im Vergleich zu Class Central betrachtet, natürlich überhaupt nicht viel, aber der Umfang wächst mit jedem neuen Semester. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass es sich hauptsächlich um deutschsprachige Lehr- und Lerninhalte handelt und dass es eben das Fächerspektrum von einer technischen Universität abdeckt. Also das kann man so ein bisschen analog zur TU Berlin sehen.
Ja, hauptsächlich umfasst Open Lernware Vorlesungsaufzeichnungen, die man sich dann dezentral als Video von zu Hause anschauen kann. Ja, und auch hier erstmal so viel zur Theorie. Ich denke, wir schauen uns das auch jetzt gleich mal in der Praxis an. Und auch hier ist es so, auch das kann man analog zu Class Central betrachten. Wir können auch in Open Lernware über verschiedene Themenbereiche browsen. Das findet man hier im Kopf der Webseite unter Themenbereiche entdecken. Und wenn ich hier aufklicke, dann sehe ich direkt die ganzen Themenbereiche, die angeboten werden. Und das wird nochmal ganz schön unterteilt in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Interdisziplinäres. No, und dann kann man also schauen, für was man sich interessiert. Und angenommen, wir interessieren uns auch hier jetzt wieder für Nachhaltigkeit, ne, weil wir wollen jetzt schauen, was bietet Open Lernware dazu an. Dann können wir jetzt also schauen, ob wir hier einen Themenbereich entdecken. Das ist jetzt nicht sofort auszumachen. Wir haben jetzt auch keine Unterbereiche. Also der Bereich Nachhaltigkeit könnte sich in verschiedenen Themenbereichen widerspiegeln. Aber dann gibt es eben auch hier in Open Lernware, auch das analog zu Class Central, auch die Möglichkeit, rechts oben am Kopf mit Stichworten zu suchen. Und auch hier empfiehlt es sich wieder, dass man einfach, damit man mehr Treffer bekommt, wieder mit deutschen und englischen Stichworten arbeitet. Ich würde jetzt einfach mal probieren und gebe Nachhaltigkeit ein. Und wir schauen mal, was wir an Treffern bekommen. Und Sie sehen jetzt hier direkt, wir haben hier jetzt eine Trefferliste, die uns angeboten wird. Und man sieht hier auch direkt, es handelt sich um 5 Vorlesungen, die wir jetzt hier aufgelistet sehen. Was auch ganz schön ist, hier oben sieht man nochmal, man kann nach der Sprache filtern, Deutsch oder Englisch in unserem Fall, also wie ich auch sagte, mit den Suchbegriffen. Und wenn wir jetzt die Trefferliste ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir vorne hier eine Zahl. Das sind die Einzelveranstaltungen innerhalb der Vorlesung. Also bei unserer ersten Vorlesung hätten wir sozusagen jetzt 13 Einzelveranstaltungen. Dann sieht man immer oben den Namen des Lehrenden, der die Vorlesung gehalten hat. Wir sehen den Titel der Vorlesung und wir sehen ganz rechts außen dann nochmal, zu welchen Themenbereichen eben die Vorlesung oder die Veranstaltung zugeordnet wird. Und da sehen wir auch, dass das bei Nachhaltigkeit eben sehr vielseitig ist. Wenn ich jetzt einfach mal eine der Veranstaltungen aufrufe, ich nehme jetzt mal Bildung und Technologisierung im Kontext der UN-Nachhaltigkeitspolitik von Dr. Harald Bierbaum, klicke das jetzt also an, dann sehen wir auch hier direkt, wie gesagt, nochmal den Lehrenden und den Titel der Lehrveranstaltung oder Vorlesung und direkt darunter, das ist sicher auch ganz spannend, in welchem Semester die Veranstaltung gehalten wurde und dann ganz unten am Fuß der Seite ein Button zur ersten Vorlesung. Und wenn wir jetzt auf diesen Button klicken, dann kommen wir hier auch direkt wirklich zu den Vorlesungen. Sie sehen das jetzt ganz schön. Ich scroll noch mal ein kleines Stückchen nach unten. Man sieht also direkt die erste Vorlesung und, na, ich muss noch ein kleines Stückchen nach unten. Hier unten dann auch den Button. Wir können also direkt die Vorlesung hier im Fenster abspielen. Man sieht die Zeitdauer. Man kann sich also die Lautstärke einstellen und kann auch Vollbild machen. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, wenn man hier rechts schaut, man kann die Vorlesung oder die Einzelveranstaltung herunterladen. Man kann die Veranstaltung mit, ich sage jetzt mal, Studienkollegen, Kolleginnen teilen oder wenn man Freunde, Freundinnen hat, die das Thema interessiert. Und man kann sich auch einen Button setzen, wenn man jetzt gerade keine Zeit hat, dass man sich die Vorlesung später anschauen möchte. Und was jetzt hier, das ist nicht überall der Fall, auch ganz schön ist, wir haben sogar hier in dieser Einzelveranstaltung, in der Einführung, nochmal eine Unterteilung in Kapitel. Das bedeutet, ich müsste mir jetzt auch nicht die gesamte Einführung anschauen, sondern könnte, wenn mich nur ein Teil interessiert oder ich den nochmal anschauen möchte, direkt an die Stelle der Veranstaltung springen. Das mache ich jetzt hier mal. Und was auch wichtig ist, da gehen wir nachher noch mal drauf, wenn wir aufs Rechtliche kommen, ganz unten am Fuße des Mitschnitts sieht man hier noch mal die Creative Commons. Das bedeutet die Nutzungsrechte, unter denen die Vorlesung oder die Einzelveranstaltung eben abgelegt ist und nach denen sie eben genutzt werden kann. Ja, jetzt springe ich noch mal zurück
Sie sehen jetzt wieder hier, also sozusagen zur Seite der Vorlesung. Und ich scrolle nochmal runter, weil wenn man jetzt sozusagen noch weiter runter geht, dann sieht man hier auch nochmal eine Gesamtbeschreibung zur Vorlesung. Da kann man sich auch noch mehr Angaben anzeigen lassen. Man sieht was zum Dozierenden, hier in diesem Fall ein Bild und was zur Vita. Ich gehe noch mal ein Stückchen runter. Und Sie sehen, wir müssten jetzt auch nicht über den Button mit der ersten Vorlesungsveranstaltung starten, sondern wir sehen jetzt hier auch noch mal sämtliche Einzelveranstaltungen aufgelistet. Ich könnte also, wenn mich nur eine Einzelveranstaltung interessiert, ich sage mal das pädagogische Verstehen von Naturwissenschaft und Nachhaltigkeit, dann könnte ich sozusagen auch direkt nur diese eine Veranstaltung anschauen. Ja, ich denke, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Im Großen und Ganzen sind die Veranstaltungen alle ähnlich aufgebaut. Teilweise gibt es über den Veranstaltungen noch die Möglichkeit, zwischen PDF und Audio oder alternativen Videoformaten zu wählen. Aber sonst im Großen und Ganzen ist das sehr, sehr ähnlich. Was vielleicht zum Schluss noch erwähnenswert ist, wenn wir jetzt nochmal auf die Startseite von Open Lernware zurückgehen, und wir scrollen nach unten, das sieht man also nicht, wenn man oben ist, dann findet man hier noch die Highlights. Das bedeutet, das sind aus den Themenbereichen sozusagen die Veranstaltungen, die am stärksten frequentiert oder am beliebtesten sind. Also beliebtesten ist dann natürlich ganz gut. Man sieht jetzt hier in der Mathematik zum Beispiel die Einführung in die Stochastik, na, oder im Maschinenbau, Analyse und Synthese technischer Systeme. Ja, und dann könnte man also sozusagen auch direkt hier über die Highlights einsteigen. Ja, und das war's auch erstmal schon wieder von mir zu Open Lernware. Und ich würde dann direkt an Katja abgeben, die nochmal was zum rechtlichen oder zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sagt. Genau, bei mir geht es jetzt ganz kurz nochmal um die Frage, was darf ich denn jetzt eigentlich mit diesen Ressourcen anstellen? Bedeutet frei gleich frei? Kann ich damit einfach machen, was ich möchte? Was ich auf jeden Fall kann, ist diese Filme anschauen oder auch andere Materialien einfach für meine eigene Bildung nutzen. Und ich kann auch darauf verlinken. Das ist eigentlich immer möglich. Wenn ich aber als lehrende Person vielleicht an irgendeiner Ressource auch Änderungen vornehmen möchte und die meinerseits auf irgendeiner Plattform oder in welcher Form auch immer anderen verfügbar machen möchte, dann sollte ich die Lizenzbedingungen beachten, die mir angeben, ob ich das darf oder unter welchen Bedingungen ich das darf. Es ist schwierig für alle Plattformen und für alle angebotenen Open Educational Resources zu sagen, wo man diese Informationen findet. Bei manchen Plattformen ist es so, dass sie rechtliche Bedingungen für alle darauf verfügbaren Ressourcen formuliert, irgendwo an zentraler Stelle. Andere geben die Lizenzbedingungen direkt bei der einzelnen Ressource an. Am schönsten ist es eigentlich, wenn eine CC-Lizenz, also eine Creative Commons-Lizenz, vergeben ist. Da kann man dann jeweils ganz genau nachlesen, was man denn mit dieser Ressource nun darf oder nicht. Eben bei dem Beispiel, was Martha gezeigt hat, Open Lernware, die haben das ja sehr schön gemacht, dass sie da eine CC-Lizenz angegeben haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Creative Commons Zero, wo der oder die Urheberin auf jegliche Rechte verzichtet und man mit der Ressource eigentlich machen kann, was man möchte. Bei CC BY muss man den oder die Urheberin nennen, wenn man die Ressource nachnutzen möchte. Und dann gibt es noch verschiedene Einschränkungen dieser CC BY Lizenz. Da kann ich an dieser Stelle gar nicht noch weiter in die Tiefe gehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das eben die Stelle ist, wo man herausfinden kann, was man mit den Ressourcen genau machen darf. Zum Thema Open Educational Resources haben wir an der Universitätsbibliothek auch noch eine Seite. eine Seite zusammengestellt mit Informationen, ub-berlin.de. Und hier finden Sie unter Recherchieren Lernen digitale Lehr- und Lerninhalte weitere Informationen. Unter anderem Informationen zu weiteren Plattformen, auf denen man freie Lernmaterialien und Kurse finden kann, hier unter dem ersten Punkt. Dann gibt es noch was zu lizenzfreien Videos, Bildern und Sounds und zu rechtlichen Rahmenbedingungen, die ich ja eben nur sehr kurz angerissen habe.
Und zu der Frage, wie kann ich denn selber Lehr- und Lernmaterialien erstellen, die ich anschließend als Open Educational Resources frei zur Verfügung stellen möchte. Ja, und von allen, die jetzt keine Fragen mehr haben, verabschieden wir uns herzlich und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.